Und damit begrüße ich euch im Olden Park Fosters, wie immer im Vereinigten Königreich. Heute freies Training. God save the Queen. Genau, Doggy im Hintergrund hat sich wieder angekündigt. Er hat ja beim letzten Mal unheimlich gut abgeschnitten. Ich glaube, Platz unter den Top 10 war es. 6 war es. Wir sind jetzt im vierten Rennwochenende. Ist das richtig, Doggy? Das ist vollkommen richtig. Klasse. Kingston. Diesmal ist es so, dass wir 15 Runden haben. Und das Lustige ist, Freunde, ihr seht es unten beim Rekord, hat der Kollege Super King Garde auf dem Renault eine 1.05. Die werden wir natürlich nicht anreißen, aber so 1.08 ist durchaus machbar. Das heißt im Umkehrschluss, dass das ein schnelles Rennen wird. Es ist eine enge Straßen, eine kurze Strecke, schöne Kurven, ein bisschen rauf und runter geht's auch. Also denke ich, wird eine lustige Geschichte werden. Und ich würde sagen, ich lade jetzt den Doggy ein und dann geht's auch schon los ins freie Training, wie immer. Das erste und das zweite freie Training schauen wir uns jetzt hier an, um die Strecke ein bisschen kennenzulernen. Die Bedingungen sind schon mal wieder klar. Vollkommen klar. Ich, wie gesagt, ich habe es im letzten Rennwochenende ja schon erklärt, obwohl ich realistisch Wetter eingestellt habe. Aber gut, wir nehmen es einfach so zur Kenntnis. Irgendwann wird es auch mal regnen, denke ich. Und dann werden wir wirklich sehen, wer es wirklich kann, ne, Doggy? Ja. Okay, dann starten wir mal das freie Training. Und dann gucken wir einfach mal, wie es sich anfühlt. Und so weiter. Kennst du ja. Richtig, genau. Olden Park, Fosters. Olden Park gibt's wieder. Mal gucken, wo man steht. Genau, wo man steht. In der Rangliste. Es ist auf jeden Fall so, Freunde. Olden Park, Fosters gibt's wieder in verschiedenen Längen. Ja, National, Fosters und hast du nicht gesehen. Jetzt gehen wir auf jeden Fall hier auf Fahren. Und dann wollen wir gleich mal gucken, ob wir rauskommen. Wir haben wieder 42 Liter im Tank. Ich sag mal, das gehört, ich auch. Gehört einfach mal zum guten Ton. Wir brauchen ja auch ein kleines Handicap. Wir sind durstig. Wir sind durstig. Also Freunde, jetzt geht's hier raus auf die Piste. Und diesmal vergesse ich es wirklich nicht. Ich habe blaue Reifen. Heißt, alles noch schön kühl. Jetzt gucken wir uns das Ganze erstmal hier an. Hier ist, das wird nachher eine Vollgaskurve. Die geht's hier runter. Dann leicht runterbremsen, rein in die Kurve. Und hier schön wieder abbremsen und einlenken und schnell wieder raus. Das heißt, es ist eine richtig schöne Kombi zum Fahren. Hier ist es auch irgendwie Vollgas. Zur Not lupfen, also mit kalten Reifen natürlich nicht. Kann man dann durchdrücken, wenn sie warm sind. Zieht hier rauf, jetzt fährt man über die Kuppe hier. Jetzt sieht man nicht, wo es lang geht. Nur nicht nervös machen lassen. Vollgas. Hier reinbremsen, da ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu ruckig reinlenkt. Und am Scheitelpunkt wieder schön durchziehen und wieder raus auf die kurzen Geraden hier. Das kommt natürlich uns entgegen, weil auf den langen Geraden, wissen wir ja, sind wir nicht so rangekommen. Hier runterbremsen habe ich fast vergessen. Einlenken. Hier kann man durchaus die Auslaufzone mitnehmen. Ist auch hier so eingezeichnet ein Stück weit. Je nachdem, wie es läuft. Ansonsten raus und wieder rein. Und dann sind wir auch schon mit der Runde am Ende und es geht in die erste gezeitete, die aber noch nicht wirklich gut werden wird, weil die Temperatur noch nicht so dort ist, wo ich sie haben möchte. Also von den Reifen. Die eigene vielleicht schon. So. Anlupfen. Rein hier ins... Wieder runter und schaut mal her. Schon fahren wir den ersten ein Stück ran. Und wir nehmen die erste Runde, die ersten ein, zwei Runden nehmen wir mal locker mit. Da gucken wir mal, was da stehen bleibt. Eine 1.07 habe ich mir so als Ziel gesetzt. Ob es klappt, sehen wir jetzt dann im freien Training. Hier aufpassen, die ist ein bisschen... Da kann man relativ früh wieder aufs Gas. Und den meisten Boden mache ich eigentlich hier an dieser Kurve zu gut. Weil man hier recht schön reindenken kann. Rum. Berg runter, ein bisschen mitnehmen. So, und jetzt geht's los, würde ich sagen, weil jetzt ist man auf Temperatur. Aus dem Stand heraus mal eine 1.82 gefahren, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich sollte nicht so viel hingucken. 1.82, jawohl, Position 1 im Moment, aber das
wird noch nicht das Ende sein. Doggy, was ist bei dir? Ich bin vor dir. Ach! Jetzt, wo du es sagst, erkennt man es leicht am Ruckeln, also am Zuckeln. Aber ich sehe es wirklich. Jetzt sehen wir auch das Schild davor. Doga auf Platz 20. Hat Probleme mit seinem Vordermann. Will angreifen. Und das im Qualifying ist natürlich... Ah, nicht im Qualifying, Gottes Willen, im freien Training. Will er sich mal austesten. Er kennt ja den Spruch, wenn sich zwei streiten. Kommt der Dritte. Aber Doggy, schön. Ich muss sagen, du hältst dich gut auf der Strecke. Lass dich jetzt nicht durch mich ablenken. Mach einfach Platz, wenn ein schneller Wagen kommt. Oh. Und dann ziehen wir es hier gemeinsam durch. Komm, ich lasse dich hier vor. Ah, Doggy, das war... Nicht, dass dasselbe wie beim letzten Mal passiert. So ist es. Na, hast mich ja schön abgekickt. Wir haben ein Team, okay, hier heißt, ne? Im Video sah es so aus, ja. Ja, weil ich dich ja nicht gesehen habe. Ich habe dich auch nicht gesehen. Bin immer noch der Meinung, dass es der Hintermann war, aber... Was ist hier los, Freunde? Zwei Mann vor mir? Im Spiegel sah das so aus. Jetzt haben wir wieder... Kommst du? Leichte Rennatmosphäre. Und die ist unbeschreiblich geil, auf Deutsch gesagt. Also, muss ich wirklich sagen, das kommt schon echt dick rüber. So, jetzt schauen wir mal den... Das war natürlich... Inside ist natürlich blöd zum Anfahren hier auf der Kurve. Bisschen ungeduldig. Der Kollege vor mir ist ja der mit den Projektcars-Bemalung. Ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt oder ob das jetzt so eine... interne Werbung. Wahrscheinlich. Aber der kostet mich ganz schön Zeit, der Timmy. Timmy Heißler kostet mich unheimlich viel Zeit. Jetzt muss ich hier mal schauen, ob ich ihn hier vorne rausnehmen kann. Der bremst wahrscheinlich wieder recht früh, jawohl. Das heißt, ich kann innen vorbei. Ich glaube, er hat mich leicht berührt. Macht aber nichts. Doc, ich brauche eine Zeit von dir. Wie schaut's aus? Ich habe noch keine. Okay. Doc, ihr habt noch keine. Haben alle nicht gezählt. Da habe ich zu früh, zu viel runtergebremst hier. Das war gar nichts, aber macht nichts. Wir haben noch ein bisschen. Hier müssen wir mal kurz antippen. Fahrzeug steht ein bisschen quer. Das war zu viel, aber gut abgefangen. Aber das kostet natürlich Zeit. Wenn man auf Rundenzeit geht, ist das natürlich schlecht. Im Rennen ist es gut, wenn man sich so abfängt und die Runde einfach weiterfahren kann. Das ist richtig, ja. Das ist manchmal richtig von Vorteil im Rennen. Trotzdem eine halbe Sekunde schneller. Ich weiß gar nicht, was los ist. Das macht mir alles Angst. So, die zwei stören natürlich wieder. Wisst ihr ja. Gut, den ersten habe ich, denke ich. Und den hier nehme ich mir im Kurvenausgang. Oder auch nicht, aber da... Kollege hat mich jetzt doch ein bisschen berührt. Er fuhr mir, fährt in die Box. Okay. Kann das noch eine Bestzeit werden? Ja, wird noch 1,77. Doggy, es wird mal Zeit, dass du auch mal was durchgibst. Was die Zuschauer. 1,86. Ah, alles klar. Wo ist man da? Auf welchem Platz? Zweiter. Das heißt, der größte noch Konkurrent im Moment. Ist im Moment dann Doggy. Das hätte ich nie gedacht. Vor ein paar Rennwochenenden sah das noch anders aus. Und Freunde, ihr habt es ja gesehen, wir haben nicht geschummelt, also wir lassen, haben alles so gelassen, wie es ist. Aber man wird natürlich auch ein bisschen... Ich denke, die Strecke kommt uns auch entgegen. Weil sie kürzer ist, mehr Kurven, weniger Geraden. Auf der Geraden mit unserem Setup machen wir doch ein bisschen... Kommen wir nicht so wirklich ran. Hier hat man mehr Möglichkeiten ranzukämpfen. Weil die KI in den Kurven einfach langsamer ist. Zumindest auf dieser KI-Stärke, der wir spielen. Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen passt das so. Wir wollen ja vielleicht auch mal das ein oder andere Rennen gewinnen. Beim letzten Mal habe ich es ja gewonnen. Übrigens, Doga, weißt du es noch? Nein. Nein. Hast du verdrängt, ne? Ja. Ich war ja nicht mit auf dem Treppchen, deswegen weiß ich nicht. So, kennen wir immer schön verdrängen. 1,17,5. Doggy, jetzt wird es mal Zeit, dass auch du dich ein bisschen wieder verbesserst. Weil es ist ja mittlerweile ein interner Wettbewerb. Da ja der Doga Platz 2 ist. Muss er sich erstmal räuspern? Ja, ich muss eine weitere Runde fahren. Das war nicht gut, habe ich gebremst, stand trotzdem auf dem Gas. Deswegen war die Kurve nicht ideal. Hier könnt ihr durchaus Vollgas geben, könnt ihr euch zutrauen, kein Problem. Auch wenn er hier mal kurz anzeigt, dass man ein bisschen vom Gas geben soll. Ist kein Stress.
Und jetzt geht's vorne wieder rein. Ich glaube, Doga spuckt gerade in den Helm. Oh, 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 Freunde. Oh Gott. Hätte das Fenster nicht aufmachen sollen. So ist es, ja. Oh, das Visier runter. Staub. Ich glaube, das ist das Visier oben, oder? Ja. Kopf wieder ins Fenster. Oh, oh. Schön in die Leitplanke gehauen. Was mich ein bisschen... Oh, jetzt habe ich kurz einen Frame-Einbruch gehabt. Ich weiß nicht, warum. Freunde, was ist los hier? Jetzt bin ich wieder da. Wahrscheinlich, weil ich in die Leitplanke... Ich habe den Kameramann getroffen. Irgendwas ist jetzt gerade am Anschlag gewesen. Ich würde sagen, massiv am Anschlag. Was ist jetzt los? Jetzt kriegt er sich wieder ein. Okay. Ich wollte mich gerade sagen... Was mich manchmal... Aber irgendwie passt es noch nicht so ganz. Ich fahre jetzt mal in die Box, mal gucken, ob es sich da nochmal erholt. Weil irgendwie, war es irgendwas Böses, was mich massiv rausgebracht hat. Ihr seht es vielleicht selber, hier diese Baumschatten, ist auf der Straße ganz gut. Was mich ein bisschen irritiert ist, oder reflektiert ist, wenn die auf der Scheibe hier so ihre Reflektionen machen. Ich finde fast, es stört ein bisschen. Ja, ab und zu irritiert das ein bisschen, aber es ist halt realistisch, oder? Ey, was ist denn hier los, dass ich hier dauernd die Kontrolle verliere? Der Kontrolleur? 33 Sekunden noch, dann ist das erste Training rum. Und ich sage mal, eine 1.17.6 kann man sich ja schon mal sehen lassen. 1.7, oder? Natürlich 1.7, danke Doggy. Nicht 1.17. Ja, da hätte ich noch einen Kaffee getrunken dazwischen. So, jetzt ist alles wieder gut. Keine Ahnung, was er da hatte jetzt gerade. Kann auch am Aufnahmetool liegen. Wiss man nicht. Es geht Boxeneinfahrt ist aber auch recht... Ja, die kann man schnell verpassen. Getarnt. Okay, Freunde. Also, 1.17 fange ich schon wieder an. 1.7.5.9.5. Und Doga ist mit seiner 1.8.6.8.1 auf Platz 2 vorgefahren. Zumindest im ersten freien Training. Und ich muss sagen, Doggy... Warte mal. Das war noch nie da gewesen. Okay. Nee, das ist richtig. Timmy Heißler, ja, der hat vor uns ein bisschen Krawall gemacht. Jetzt gehen wir mal wieder raus und schauen mal, dass wir den Doggy wieder einheizen können. Und vielleicht kann er sich sogar noch verbessern und ich auch. Vielleicht ist noch was drin. Ich denke schon, dass man noch ein bisschen Potenzial hat. Ich habe es. Oh, da oben steht es ja auch. Potenzial für eine 1.06.927. Das grenzt ja dann schon an. An einen Beginner. Naja, so nicht, aber ich sag mal, da kommt man schon, hat man schon gute. Oh, Achtung! Blaue Räder. Reifen. Nicht vergessen, Doggy. Naja, ich fahre hier schon langsam. Du wirst aber bedrängt. Ja. Und ach, du bist ja schon wieder hinter mir, glaube ich. Doggy, du hast deine Augen. Du hast deine Augen überall, oder? Ja. Meistens hinten. Okay. Hast du dich jetzt vorbeigequetscht am Kollegen oder hat er zurückgesteckt? Hier verliere ich jetzt komischerweise. Warum verliere ich denn hier die Kontrolle jetzt? Doggy. Schade, ich hätte gerne mal ein bisschen hinterher gefahren. Aber ist klar, wenn der Leader kommt, dass man dann nervös wird. Wenn man weiß, dass er im Rücken hängt. Und man die Ansage kriegt, bitte mach Platz. Ja, merkwürdig. So. Also, da wollen wir mal wieder. Na, noch nicht ganz. Fahren wir erstmal auf den Kollegen. Schön sauber. Das ist, seht ihr, aus dem Windschatten rein, raus. Schon hat man eine falsche Linie und Ergebnis haben wir gerade gesehen. Okay, ob die dreckigen Reifen was ausmachen, wissen wir noch nicht. Ich glaube fast nicht, Doggy. Nee, da ich öfters im Trick bin, scheint das nicht ganz so gravierend zu sein. So, hier nochmal aufpassen. Da hat es ein Doggy vor uns zerlegt. So, und jetzt fangen wir wieder an.
Das Schöne ist, eine schöne kurze Strecke, also kurze Runde. Ah, da wird es natürlich im Rennen auch ein bisschen schwierig. Enge Straßen, ich denke mal, der Start wird einiges versprechen für dich. Ich versuche natürlich von der Pole zu fahren. Und ich bin ein guter Starter. Das haben wir beim letzten Mal festgestellt. Ja, da hat es mich fast... Ich konnte es ja gar nicht glauben. Du bist ja, glaube ich, von 12 auf 6 vor oder sowas, ne? Auf 5... ja. Ich war also eine Zeit lang bis zur 12. Runde auf dem 5. Platz. Ja, aber vom Start weg jetzt, ne? Hast du gleich... Achso, ja, da bin ich, denke ich mal, so... Ja... 4... Auf den 8. vielleicht vor. Okay, 4 Plätze, gut gemacht. Das andere habe ich dann durch die anderen Kurvenbonus, wo es noch ein bisschen voller war. Ich glaube, die anderen hast du von der Strecke gekegelt. Wir sehen es ja leider nicht. Zuzutrauen ist es dir? Ich arbeite fair. Du hast einen sehr aggressiven Fahrstil. Das ist richtig, okay. Das möchte ich nicht leugnen. Ja, und durch dein, ich sag mal, durch deine Slalomlinien, die du auf der Geraden manchmal fährst. Das kann natürlich schon irritierend wirken. Für die Vorder- und Hintermänner. So, Freunde, jetzt. Aufi. Dass wir mal eine Zeit im Schuhkarton haben. Taktik. 1.17.48. 1.17, 1.7. 1.7. Ja, man muss sich erstmal noch angewöhnen an diese tiefen Zeiten, muss ich ehrlich sagen. Ja. Jetzt habe ich natürlich wieder so eine Pfeife vor mir. Da habe ich mich vorhin schon gedreht. In der Kurve. Jetzt machen wir es besser. Und beschleunigen hier schön raus. Und ich denke, jetzt hammern. Der müsste zurückziehen, nachdem ich jetzt innen bin. Macht er auch. Muss vom Gas gehen. War ein geiles Überholmanöver. Fand ich jetzt. Und jetzt geht's wieder hier durch den Wald, durch den Forster. Sehr spät gebremst diesmal. Eingelenkt. Fahrzeug gehalten. Klasse. 4 Zehntel verloren. Super. Das ist Bestzeit. Mann, Mann, Mann. Ja. Wieder voll auf dem Gas stehen. Rausbeschleunigen. Duger höre ich hinten schon aufgeben. Nein, oh verdammt. Doggy, ich habe bloß wieder Angst, dass du die 15 Runden Konstanz wieder nicht halten kannst. Na gut, ich drehe mich jetzt im Moment noch nicht. Aber ich fahre halt, werde ein bisschen zu weit rausgetragen. Also ich werde jetzt wieder ungültig und die nächste auch, weil das wieder kurz vor dem Schluss war, die Kurve da. Das ist halt immer besonders bitter, weil die nächste halt dann auch gleich noch kaputt ist dadurch. Ansonsten hätte es auch eine gute Runde werden können. Mhm. 1.8er auf jeden Fall. Ich bin 3000 schneller wie vorher. Habe ein bisschen Zeit verloren. Beim ersten Sektor waren es, glaube ich, 2 oder 3 Zehntel. Das heißt, es kommt jetzt hier drauf an, wie ich jetzt hier nochmal durchkomme. Ja, war nicht ideal. Das wird nichts. Zu spitz angefahren oder zu eng in dem Fall. Ja. Ich sehe meine Rundenzeit, hat es wieder nicht gereicht. Die war schön, die war sogar sehr schön. Bisschen träge im 5. Hätte vielleicht mal unterscheiden dürfen. Oh nee, jetzt kommt auch noch einer direkt aus der Box gefahren. Du hast aber auch einen Pech, Doggy, hä? Ja. Wo es wieder zählt. Jetzt habe ich wieder einen vor mir. Jetzt muss ich wieder hier innen anlupfen. Press mich vorbei. Mach die Presswurst. War unschönes Manöver. Vor uns das Manöver war an derselben Stelle war wesentlich eleganter und fairer vor allen Dingen. Heißt für mich, dass es auch diese Runde, ja, seht ihr schon selber, 4,5 Zehntel langsamer. Somit auch keine neue Zeit. Neue Bestzeit. Aber vielleicht haben wir mal Glück, dass man nicht mal gleich wieder so einen Kollegen vor der Nase hat. Das wird interessant im Qualifying. Wenn man Pech hat, fährt man dadurch eine schlechte Zeit, Doggy. Ja, ja. Das ist richtig. Also, nochmal, komm. Na, nee.
Ja, ein Zehntel. Ah, zu spät angebremst. Auch diese Runde ist abgekommen, Rundenzeit ungültig. Das Gute ist, nur diese, die nächste nicht. Also da gibt es wahrscheinlich nochmal Unterschiede. Wie gravierend man rausgeht oder was, Doggy, ne? Ja. Hier kann man sich ein bisschen raustragen lassen, aber wenn es zu viel ist, dann ist auch vorbei. Also man kann mehr als in den anderen Rennen ja, die sich raustragen lassen durch die... Strecke ist natürlich auch relativ schmal. So. Für eine Runde wird es auf jeden Fall noch reichen. Von der Zeit her. Und vielleicht haben wir ja Glück, Leute, dass wir hier noch durchkommen. Mit einer guten Zeit, meine ich. Oh, was ist jetzt mit dieser Runde hier? Mensch. Dass ich jetzt da immer so einen Hänger habe in der letzten Kurve da gerade eben. Ist ein bisschen traurig. 5000stel. Also ich habe nur eine 1,9er geschafft. Eine 1,9er? Hm. Naja, da warst du im ersten Training besser, glaube ich, ne? Ja. Da hatte ich eine 1,86. So, mal gucken, ob es noch mal eine Zeitenverbesserung gibt. Nee, 86.000stel daneben. Okay, lass mal es ausrollen, die letzten 15 Sekunden. Und ja, aber ich sag mal, es macht Hoffnungen für das Qualifying. Es ist halt sehr viel los jetzt hier auf der Strecke. Im Qualifying haben wir ein bisschen mehr Zeit. Da können wir schon schauen, dass man da mal eine freie fliegende Runde kriegt. Trotzdem, Doga, muss ich sagen, mit deiner 1,09,137 bist du weiterhin auf Platz 2. Ja, richtig. Das ist aber jetzt kommt ja quasi damals. Vielleicht werde ich ja noch langsam. So ist es. Freunde, und im Qualifying sehen wir uns dann auch wieder. Bis dahin, bleibt schön sauber, macht's gut. Ciao, ciao.